Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Börse Stuttgart TV. Wir sind beim Deutschen Derivatetag hier in Frankfurt am Main. Zu Gast bei mir ist Heike Abter von der Raiffeisen Zentrobank. Und natürlich wird hier auch diskutiert über das Börsenumfeld. Das war ein spannender, ein turbulenter Börsensommer. Jetzt kommt der goldene Frühherbst. Wir haben uns das letzte Mal gesehen zur Invest. Da waren wir beim DAX fast bei 12.000 Punkten. Die Rallye war mitten im Gange. Und da haben wir aber schon ein bisschen so gewarnt und haben gesagt, Börse ist keine Einbahn. Straße, das geht jetzt hier nicht bis 13.000, 14.000 so durch. Ein Markt muss auch mal Luft holen und darauf müssen Anleger vorbereitet sein. Rückblickend, wie haben Sie die letzten turbulenten Wochen so erlebt, diesen Börsensommer 2015? Ja, na, es waren in der Tat turbulente Zeiten und damals haben wir schon gesagt, dass es Sinn macht, Aktienmärkte zu investieren, aber mit Teilschutz. Das heißt, Mechanismen zu haben, wo man nicht gleich sofort betroffen ist, wenn es mal ein bisschen runtergeht. Also das heißt, Bonuszertifikate mit tiefen Barrieren bei 50% im Eurostox beispielsweise. Das hat den Anleger trotzdem ruhig schlafen lassen. Also auch wenn wir jetzt markante Rückgänge gesehen haben, 10-15%, ist es nicht ein Problem für diese Produkte gewesen. Und gerade jetzt ist es noch einmal eine interessante Sache. Warum? Die Volatilitäten an den Märkten sind gestiegen. Das heißt, die Konditionen für diese Produkte sind jetzt heute noch deutlich besser, als es damals waren vor dem Sommer. Und daher bleibt das nach wie vor meine erste Wahl. Also das heißt Aktienmärkte nach wie vor, aber mit den geeigneten Instrumenten. Aber es gab ja schon markante Rückgänge und den einen oder anderen hat es zerschossen. Da sind Barrieren schon gefallen natürlich. Durchaus, selbstverständlich. Das muss man natürlich auch klar sagen. Man hat ja dafür auch höhere Renditen bekommen. Wenn man eine 70er-Barriere oder eine 80er-Barriere nimmt, dann kann das schon mal sein. Dafür ist man ja auch im höheren Renditbereich gelegen. Das heißt, wenn man eine tiefere Barriere wählt, ist es klar, man ist mit weniger Risiko unterwegs, hat weniger Renditechancen, aber man schläft auch ruhiger. Sie sprachen ja damals so von 6-7%. Die sind durchaus machbar für einen Anleger, der eher konservativ denkt. Der ist noch im Rennen sozusagen. Ja, natürlich, selbstverständlich. Das heißt, die Produkte sind auch ein bisschen gefallen, aber sie fallen deutlich weniger als der zugrunde liegende Markt. Das heißt, ein bisschen Kursverlust muss man verkraften können, aber es ist nichts passiert mit diesen 50er, 60er Barrieren damals. Und jetzt haben viele wieder Angst. Jetzt sind wir so bei 10.000 beim DAX und viele sagen gerade auch deutsche Anleger, nee, ich sag's ja, ich hab's gewusst, Börse ist mir zu heiß. Und jetzt traue ich dem Markt nicht mehr. Es könnte ein Fehler sein natürlich. Absolut. Also ich bin ganz überzeugt, dass es jetzt wieder interessante Niveaus sind. Aber ich würde niemals jetzt mit einem Delta-1-Produkt, ich würde keine Aktie per se wählen, sondern ich würde wieder das Bonuszertifikat wählen oder auch ein Express-Zertifikat. Also das Teilschutzprodukt, wo ich nach unten ein bisschen Sicherheit habe. Das ist oftmals die bessere Alternative. Was könnte die Story sein für die verbleibenden Monate des Jahres? Wir werden nach China schauen natürlich. Wir werden auf die FED schauen. Am kommenden Donnerstag ist es möglicherweise soweit. Nach 9 Jahren der erste kleine Lift-Off. Wenn er dann nicht kommt, kommt er im Dezember. Kann das der Spielverderber sein oder würden Sie sagen, die Märkte sind darauf vorbereitet? Also es wird schon so lange Zeit darüber diskutiert und der Schritt wird erwartet. Er ist in den Konditionen des Marktes eingepreist. Also ich erwarte mir davon keine großen Probleme. Also das ist etwas, was bekannt ist und die Börsen zum Rutschen bringen ja nur Ereignisse, die nicht antizipiert werden. Und das ist etwas, glaube ich, was man sehr klar sieht. Und ob es jetzt oder Dezember ist, das ist dann eine Detailsache. Das war so der graue Schwan, das Thema China. Wir haben es alle kommen sehen, aber nicht in der Form natürlich, in dieser Intensität. In der Heftigkeit. Also das war durchaus überraschend und das sieht man ja auch an den Märkten. Ich sage hier wieder die Volatilität. Das ist sozusagen die Fieberkurve der Börse ist die Volatilität und da sieht man, das hat doch den einen oder anderen überrascht in seiner Tragweite und in seiner Dimension. Deswegen sind die Märkte auch so unruhig geworden. Also das Salz in der Suppe, die Wohler, die haben wir auf jeden Fall, sagt Heike Abter von der Raiffeisen Zentrobank hier beim Deutschen Derivatetag in Frankfurt am Main. Bis später. Tschüss.